Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport FIFA. Es ist ja doch einige Zeit vergangen, als ich das letzte Mal eine Episode für euch gemacht habe. Und Grund dafür war, dass ich echt mal ein bisschen so ein, ich nenne es mal Artblock gehabt habe. Also ich habe nicht gewusst, was ich bauen soll und hatte dann auch nicht wirklich die Lust dazu. Und ja, jetzt ist glaube ich mal ein bisschen genug Zeit vergangen und jetzt heißt es hier mal wieder weiterbauen. Beziehungsweise, bevor wir großartig mit der Hauptstrecke hier weitermachen, möchte ich gern die Industrie ein bisschen aufpeppen, denn wir verdienen halt nicht wirklich viel Geld. Also wir machen halt gerade noch so irgendwo unser Gewinn da mit 3,7 Millionen im Durchschnitt. Ich habe die Schulden schon versucht ein bisschen abzubauen, aber ja, wir brauchen ein bisschen mehr Gewinn. Was ich gern machen würde ist, zwischen dem Bauernhof und der Anlage möchte ich ein Förderband bauen. Habe ich einfach noch nicht gebaut, hätte ich gern. Dann kommen diese Trams hier weg. Diese Trams da, was hier Brot beliefern, nach Hefei, die wird hier mit so einer kleinen Bahn ersetzt. So mein Plan. Und das gleiche möchte ich auch hier von dem Stein nach da oben machen. Und hier habe ich neu eine LKW-Verbindung nach Jeddah gemacht, damit die da Industrie hat. Denn unsere Hauptstrecke, die soll ja von da weitergehen. Hier ist er durch. Hier ist ein kleiner Haltepunkt. Und einen richtig fetten Kopfbahnhof würde ich dann hier gern bauen, in Yangon. Und von da geht es dann weiter nach da oben oder sonst irgendwo hin. Das ist erstmal der Plan. Ja, fangen wir hier an. Ich habe nämlich hier schon das Gebäude hingesetzt. Das ist quasi der Anfang von diesem Förderband. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Hier unten kommen dann die ganzen Waren hier rein, in unserem Fall hier das Weizen. Und wir fahren jetzt hier mit einer Straße weiter. Wo ist es? Da ist es. Ich würde sagen, hier ein bisschen verdeckt. Und wir müssen am Anfang leider ein bisschen nach oben fahren. Weil ansonsten eben das hier da macht. Sweet Spot. Nur so hoch, wie es unbedingt sein muss. Ah, ich hätte das Kurventool mal wieder nicht drin. Okay, dann sieht das hier einigermaßen gut aus. Wollen wir eben da direkt ins Feld reinfahren. Ja, ich glaube hier am Rand, da schadet es jetzt nicht so sehr. Warum? Kannst du jetzt hier nicht wieder so weiterbauen wie... Ah, ein Spiel. Ich will doch gar nicht so hochfahren. Gehen wir ganz klein wenig noch nach oben. Kann ich jetzt hier wieder gerade machen? Ja, gut, dann geht es halt hier noch mal ein bisschen nach oben. Jetzt ist die Frage: Gehen wir dann hier da so rein? Macht das Sinn? Das heißt, wenn ich jetzt. Wenn ich das so baue, sieht das beschissen aus. Es ist so verdammt hoch. Kann ich wirklich nicht ein bisschen nach unten gehen? Ah, das ist ein bisschen arg nach unten. Okay, ja, bleiben wir halt so. Vielleicht hier so neben den Gleisen. Dann so entlang. Und dann rein. Vielleicht machen wir das irgendwie so. Zerstört ein bisschen die Landschaft. So, jetzt hier so rüber. Ja. Okay, und dann irgendwie hier so entlang. Jetzt bauen wir aber erstmal die andere Seite. Wir brauchen hier das da. Cool, ich hätte das initial schon überdacht bauen können. Bauen wir das hier hin. Oder da rein. Nee, ich glaube, wir machen das hier draußen, schon dass wir das irgendwie bündig hier haben.
Sieht ein bisschen komisch aus. Ganz dezent. Ich glaube, da brauchen wir dann noch Assets. Ne, warte mal. Das war ja nicht Gleise, das war ja Straße. Komm, bau nach oben. Ach, Spiel. Warum? Kann man doch so nicht lassen. Geht das mal aufs Gleise? Das ist irgendwie so ein... Hallo, nach oben. Dankeschön. Okay, das Teil steht jetzt beschissen. Machen wir es vielleicht doch hier. Dann reißen wir das hier ab. Und bei dem Gebäude sagen wir jetzt erstmal Etage 3. Dann ist schön hoch oben. Wo ist das? Ist das gerade? Wie sieht das Ganze aus? Sieht jetzt gar nicht mehr so doof aus, aber diese Telefonzelle muss hier weg. Und dann könnte man da irgendwie noch Sachen hier reinstellen. Aber das passt eigentlich ganz gut hier in die Umgebung. Gefällt mir. Jetzt müssen wir es nur noch da drüber schaffen. Bitte lass mich... Ja, ja, lass mich das bauen. Geil. So, dann folgen wir dieser Straße hier so ein bisschen. Cool. Und das jetzt irgendwie schlau verbinden. Ja, das ist ja... Da habe ich ja fast die richtige Höhe getroffen. Cool. Ja, jetzt haben wir da unser XXL-Förderband hier. Geil. Ich mag das. So, wir brauchen eine neue Strecke. Neu. Von da nach da. Und das ist jetzt Hefeweizen-Förderband. So, und die haben hier zwei Terminals. Die sollen bitte beide nutzen. Und bitte vorladen. Die alte Strecke mit den Trams jetzt hier, die werden wir löschen. Weil zuerst müssen wir die Fahrzeuge hier löschen. Beziehungsweise verkaufen. Ciao, Trams. Auch wenn ich euch mag. So, und jetzt müssen wir hier quasi diese Einheiten für das Förderband kaufen. Das ist das hier. 5 können die. Und da nehme ich jetzt gleich schon mal 40. Kostet ja mehr eine Million. Und hier rein. Förderband. Cool. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Lärm macht's gar keinen. Da! Es ist quasi ein unsichtbarer Wagen, der halt hier entlang fährt. Ich habe es auch schon ausprobiert. Man kann theoretisch hier auch LKWs raufschicken. Dann fahren hier halt LKWs drauf. Oh hey, jetzt haben wir hier unser Weizen. Nice. Da werden wir dann später eine ganze Armee von LKWs hier sehen. So. Dann dieser Zubringer. Den möchte ich auch neu machen. Das ist Hefebrot. Wollen wir alles bis auf 2 Wagen verkaufen. Und die werden wir austauschen gegen den George hier. Der kann nämlich 56. Bart 50. Und dann sollen die da jetzt unterwegs hier fahren. Habe ich eingestellt, laden wir vorhandene vollladen. Und auch hier kannst du beide Terminals jetzt nutzen, weil du bist jetzt hier alleine. Die andere Tram nervt dich jetzt nicht mehr. Oh Mann, du wirst die Hauptstraßen echt dicht machen. Naja, so kleine Werksbahn. Ist doch schön. Cool. Ich hoffe, das rechnet sich, dass wir da jetzt ein bisschen weniger Unterhalt haben. Bei Unterhalt von 1 am Ding kostet 4000, ja, sagen wir 4300 im Jahr. Was kostet der Große hier im Unterhalt? Ich hätte gern den
Zug hier. Ah, da, Tram 8. Details. 141.000. Hoffen wir, das bringt was. Okay. Wie warst du vom Unterhalt? 56.000 im Jahr. So, und da bin ich wieder. Bitte entschuldigt diesen kleinen Cut, aber OBS hat gemeint, er muss mal abstürzen, respektive nicht mehr aufnehmen. Jetzt hat sie leider einen kleinen Teil verpasst. Und zwar einerseits habe ich jetzt hier die Linie optimiert. Ihr seht, da sind echt viele LKWs unterwegs, wenn man so sehen würde. Es glaube ich, sind jetzt hier, lass mal kurz nachschauen, das müsste das hier sein, 90 Fahrzeuge hier unterwegs. Lauft aber soweit, macht auch Gewinn. Und was ich halt noch gebaut habe, ist hier hinten für den Steintransport genau das gleiche. Nur, dass wir halt hier jetzt auf dem Boden sind. Eigentlich sollten wir hier irgendwo Stein sehen. Ah, wo sind sie denn? Keiner da? Ja, tatsächlich nicht. Da könnte ich noch ein paar mehr einsetzen. Stein? Da ist Stein. Wunderbar. Und das geht dann hier einmal unterirdisch durch die Straße durch, hier rüber mit einem kleinen Schlenker und dann hier rein. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen zu kaschieren, weil das sieht halt nicht sehr schön aus. Aber wenn man es jetzt so sieht, über die ganzen Bäume und Co., glaube ich, ist das erstmal okay. Ich hatte nämlich hier das Problem, wenn ich hier drüber gehen wollte, dann hat er die normale Brücke gemacht, was man bei der Eisenbahn auch haben oder bei der Straße und halt nicht mehr diese Poller, wie wir es auf der anderen Seite gehabt haben. Aber ja, bin wirklich happy. Schauen wir mal kurz mit den Finanzen hier. Ja, der Intercity macht halt Verlust. Und was ich noch gemacht habe ist, dafür habe ich leider nochmal wieder einen Kredit aufgenommen. Der Güterzug, der zwischen da unten und da oben fährt, da gibt es jetzt einen zweiten. Das ist der Kollege hier oben. Das kostet 13 Millionen. Finanzenmäßig schauen wir so aus, dass wir jetzt da den 24 Millionen wieder haben. Okay, wir müssen die Strecke ausbauen. Ich glaube, ich fange damit an, dass ich zuerst den Bahnhof platziere. Beziehungsweise den kleinen Haltepunkt. Das soll ja nichts Großes werden hier. Ja, ist die Frage, was nehmen wir da als Terminal, Buffalo Central Terminal. Ich muss das schon mal ganz kurz platzieren. Das will ich mir ganz kurz anschauen. Warum ist das alles so in Blau? Gibt es da noch einen anderen Mod? Aber ich sehe, das ist interessant. Und hier die Straßenverbindung drin. Holy shit. Okay. Wenn wir auch nur irgendwo einsetzen. Ganz bestimmt. So, Bahnhof. Irgendwas Kleines. 240 Meter. Mit so einem kleinen Häuschen. Oder so mediterran. Nee, Kopfbahnhof nicht. Bahnhof, so Österreich-Style. Beziehungsweise, ich glaube, es ist die Wiener U-Bahn hier. Bahnhof. So, England-mäßig. Alles, mir gefällt das halt voll. Ja, eingleisig. Englischen Stil, aber das ist ein großes Bahnhofsgebäude für so einen kleinen Bahnsteig. Machen wir das mal so. Aber doch klein. Machen wir so ein kleines Gebäude hin mit 240 Meter. Ich bin da jetzt mal großzügig. Und ich würde sagen, vielleicht ein bisschen anders versetzt. Ungefähr hin. Mal kurz schauen.
Ach, der hat jetzt eine Oberleitung. Great Western Railway, Cheddar. Ah, UK-Style. Okay. Ja, doch, das gefällt mir. Wir tun jetzt aber hier die Oberleitung weg. Hier wird ohne Oberleitung gefahren. Fange ich jetzt von hier an mit der Strecke oder eher? Na, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier weitermachen. Und diese Straße hier wird weichen müssen. Weil wir jetzt hier gerade fahren. Ja, ich weiß, das ist eine Hauptverbindung. Lass mir da noch was einfallen mit dir. Gleise. Standardgleise. Warte mal, sind das für Gleise hier? Was habe ich denn dafür? Warte mal, nein. Was für Geschwindigkeiten habe ich da hinten? 120. Ja, dann würde ich sagen, ab hier, let's fetz, dann machen wir 160. Leute, ich glaube, ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen, denn da müssen ein paar Leute Silvester feiern. Ich bin gleich wieder da. So, bitte entschuldige den kleinen Unterbruch. Aber Feuerwerks, die Knalle kann ich jetzt hier bei der Aufnahme nicht haben. Wieso kann ich das Gleis hier nicht ziehen? Ist jetzt auch verbunden? Yo. Gut. Nein, jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Fast forward, bitte. Dankeschön. Ich glaube, da können wir eigentlich ziemlich gut geradeaus weiterfahren. Jetzt würde ich mir hier automatisch anpassen. Ja, das sieht gut aus. Eine gerade Strecke hier. So, da hinten ist der Bahnhof. Machen wir hier so eine seichte Kurve und dann hier nur rein. Eigentlich gerade ist es vielleicht mit dem Winkel hier ein bisschen blöd. Bis hierhin und bitte parallel. Geld. Soll ich mir da kurz einen Kredit nehmen? Ja, sonst komme ich hier nicht weiter. So, nochmal Kredit und auf Pause. Ich will das gerade selber ausgeben, anstatt wie mit Unterhalt. So, macht so eine Kurve ist... Ah, so eine Kurve macht jetzt aber hier wenig Sinn. Ja, wobei für die Schnellfahrstrecke schon. Wir könnten dann hier mit einem einzelnen Gleis reinfahren. Ja, warum eigentlich auch nicht? Ja, okay, wir fahren hier so weiter. Jetzt haben wir hier die Straße, dann müssen wir sagen, die fahren hier gerade. Parallel Tracks aus. Ich glaube, das sieht ganz okay aus vom Bahnübergang. Keine Huppel hier drin. So, du musst jetzt hier nicht mehr komplett gerade sein. Ja, natürlich habe ich Parallel Tracks wieder aus. Dann hier in so einer leichten Kurve hier rüber. Wo ist die andere Stadt? Ist da hinten. Sollen wir die gerade ein bisschen weiterziehen? Dass wir dann so sind. Und dann geht es ab hier ein bisschen gerade weiter. So. Ja, doch, das gefällt mir. Die einmal bauen. Da hat ein drittes Gleis reingemacht. Das brauche ich hier nicht. Geh mal weg, dankeschön. Gut, wir werden hier noch ein Stück geradeaus fahren.
wenn wir die Strecke jetzt nicht fertig bauen, aber ich habe hier für den Gleisplan so und jetzt hier der Bauernhof. Theoretisch. Also mal kurz gucken, wie wäre das denn? Ich glaube, du fährst da nur mit 80 maximal. Muss ich mal überlegen, die fahren dann hier. Wir brauchen da so einen Übergang. Nein, jetzt ist es zweigleisig. Ah, shit, ich hätte das ausmachen sollen. Die aus. So, wir kommen jetzt hier schlau rein. So, hier ist dann noch gerade. Sieht das doof aus. Ja, ich glaube, das kann man machen. Und damit ihr dann hier auf die andere Seite kommt. Zum 80er Übergang auf die andere Seite. Ja, passt. Dann haben wir das hier auf die Geraden. Wir brauchen hier fast noch ein zweites Gleis. Und eine Drehscheibe. Damit die Dampflok sie theoretisch wenden können. Könnten theoretisch hier hinten machen. Ja, ein Ausweichgleis. Andererseits. Also ich überlege gerade, was wir für einen Dienst machen können. Also man könnte dann sagen, man hat dann ein Regio zwischen da und da erstmal. Bzw. zwischen da, da und der nächsten Stadt. Und dann halt den Intercity, der halt hier nicht anhalten wird. Und dann erst da vorne. Man könnte dann auch den Regel überall stehen lassen, aber da bringt mir der Intercity fast nichts mehr von der Wirtschaftlichkeit her, momentan. Ja, wir werden das trotzdem hier so ein bisschen ausbauen, außer man sagt, in später Zukunft der Regio fährt von da nach da, nach da, nach da, oder nur bis dahin. Bei der Regio fährt ja von der Stadt bis dahin und wieder retour. Und für die anderen muss man den Intercity nehmen. Muss ich mal überlegen. So, Anschluss auf der anderen Seite. Jetzt haben wir hier die Kurve, das ist ein bisschen dämlich. Irgendwie wäre es cool, wenn wir dann hier ebenfalls bei der Geraden reinkommen. Also sieh, wenn es dann hier so ist. Soll man das hier auch doppelt machen? Ja, brauchen wir auch nicht. So, und jetzt hier von dem Anschluss da. Irgendwie hier rein. Ich glaube, das sieht jetzt gar nicht mal so dämlich aus. Da haben wir die Regio und das sieht es da oben. Und das Ganze dann noch in schön angleichen. Das wird jetzt wieder Vermögen kosten. Wie jedes Mal, wenn ich das mache. Und hier schaut es eigentlich eh schon ganz gut aus vom Terrain. Ja, und gleich habe ich kein Geld mehr. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ja, das ist irre. Eine gerade Strecke. Oh, dafür kriegen sie ein bisschen Speed. Okay, mein Task wird jetzt erstmal sein, dass ich den Bereich hier mal ein bisschen in schön ausbaue, Signale überall hinklatsche und euch dann zeige. Ich denke mal, für den kleinen Abschnitt brauchst du jetzt auch kein Speedbild. Ich zeige euch, wenn es fertig ist, dass wirklich nur aufräumen und Signale hinhauen und hier ein bisschen schön machen und dann schauen wir mal, ob wir da schon den ersten Zug irgendwie hinschicken können. Also, bis gleich. Okay zusammen, ich bin wieder da. Ich habe die Strecke mal ein bisschen ausgebaut. Wir haben hier jetzt einerseits neu eine kleine Brücke für die Hauptverbindung zwischen den zwei Städten. Da hatte sich das Spiel beschwert, dass ich hier die Straße abgerissen habe. Da fährt sogar auch schon was. Dann ansonsten Signale.
auf der Hauptstrecke hier digital jetzt erstmal unterwegs, die ersten digitalen. Bis hier ganz nach hinten, dann beim Bahnübergang hier Pfeiftafeln, dann noch Tafeln für den Schneepflug, Geschwindigkeitstafeln noch unterwegs. Hier habe ich mal alles ein bisschen mit Grün ausgeschmückt, damit sie nicht so leer ist. Und das gleiche dann auch hier am Bahnhof. Da haben wir einerseits ein Semaphorsignal und ein ÖBB Rangiersignal, Manöversignal, Haltetafeln. Auch da wieder Geschwindigkeitstafeln halt für Rangierfahrten. Es ist ziemlich simpel hier drin. Also nachdem es hier nur so ein Nebending ist, will ich auch gar nicht so viel machen. Buslinie ist jetzt auch hier. Die fährt nur genau in eine Richtung. Und momentan halt der Bus hier. Ich glaube 4 Stück sind es. Der fährt von hier unten nach da oben da rein. Hier habe ich so eine kleine Wendeschleife hingebastelt. Sieht eigentlich ganz nett aus, finde ich. Da kann man sich sogar treffen, kann man sich irgendwie was ausmachen. Mit 2 Haltebuchten. Der fährt dann hier nach oben und dann wieder runter und dann wieder zum Bahnhof. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das mal mit dem Zug an. Da habe ich schon einen gekauft. Und zwar den hier. Der steht jetzt hier am Bahnhof und der will abfahren. Ich glaube, die kleine Lok haben wir noch nirgendwo im Einsatz. Und hier hinten sind Donnerbüchsen dran. Einmal die dritte Klasse, nochmal dritte Klasse, zweite Klasse, zweite Klasse. Und hier den schönen Gepäckwagen. Gut. Ich würde mal sagen, Pause weg. Und der kann abfahren. Ah, sehr schön. Oh ja, coole Ansicht. Mal schauen, was wir sonst noch für Ansichten haben. Oh, holy shit. Naja, Sandmodell ist halt schon echt cool. Okay, so wirklich viele Ansichten haben wir hier nicht. Da machen wir es halt so. Beziehungsweise wir machen jetzt immer hier eine kleine Vorbeifahrt. Irgendwie so. Mal schauen. Oh, geldtechnisch, das ist echt traurig momentan. Okay, kommen wir damit. Ich denke, wir können mal ein bisschen vorspulen hier. Weil hier ist die ganz große Gerade hier. Schneller bei 90 wird es mit dieser Lok nicht. Also der ganze Zug hat mich irgendwie 5, irgendwas Millionen kostet. Recht günstig, aber wie gesagt, ist auch nur so ein Regio-Zug. Eventuell gehen wir den mal drittes Gleis hier, wenn er dient. Das sieht es dann zu sehr. Zu sehr ausbremst. So. Das Pfeifen habe ich jetzt gerade noch abgewartet. Und dann kommen wir hier wieder auf das Teilstück, was gerade ist. Und er fährt jetzt hier rechts rein. Habe ich jetzt mit 80 jetzt mal hier beschränkt. Ja, ich würde sagen, 80 passt ganz gut. Oh, Autosave. Musst du das immer machen, wenn ich mit dem Zug fahre? So, und da wären wir am Bahnhof. Okay, die Bremsung war jetzt ein bisschen schräg. Sehr gut. Ich schau mal von der Bahnsteighöhe aus. Kann ich das irgendwo sehen?
Hey, das, glaube ich, passt sogar relativ gut. Ja, und wieder Rettung mit dir. Ich habe mal gedacht, der kann halt dann hier quasi mit der Lok vorsetzen, dann hier rum und dann wieder rein. Und ich wüsste, wir haben hier kein Stellwerk. Das geht ja mal gar nicht. Was setze ich denn da für ein Stellwerk hin? Moment mal, Stell... Ja, genau. Langenstein. Wie sieht das aus? Was Kleines, Bescheidenes. Wo schaust denn du nach draußen? Ich glaube, die stelle ich... Soll man dich hier so hinstellen? Langenstein. Blockschläge Langenstein. Ja, gut. Passt jetzt vom Namen nicht ganz her. Außer... Ja gut, wir könnten die Stadt umbenennen, aber... Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Okay, gefällt mir. Kleiner Bahnhof hier, da sind sogar schon Leute. 11. Schaut's aus mit dem Bus hier. Sind hier Leute unterwegs? Cheddar L1. Ach, wo habe ich das mal gesehen? War das hier? Ach, wo konnte ich... Ach, da. Ja, 13 Leute. 22 hier auf dem Zug. Okay. Ja, der nächste Teil wird dann der größte Teil werden. Das ist dann hier die Strecke fertig machen nach Yangon. Hier wird es einen fetten Kopfbahnhof geben mit Güterterminal. Und dann werden wir auch hier Güterzüge hinfahren lassen. Und wenn das dann fertig ist, das wird sicher eine ziemlich lange Zeit dauern, dann machen wir den Anschluss irgendwie dann nach links, nach Jakarta. Und mal schauen, ob wir da vielleicht noch eine zweite Brotindustrie brauchen. Also da unten hätten wir beispielsweise so eine Lebensmittelfabrik, aber wir haben keine doch da Weizen. Was dann hier so rüber. Und das dann für Yangon. Oder wir tun hier bei der Ausbauen her, wobei hier komme ich dann echt schlecht weg. Mit dem Güterzug in diese Richtung da rein. Also man macht hier nochmal so eine Schleife und dann geht es nach da vorne raus. Da muss ich mir was überlegen. Aber ich hätte auch nichts gegen eine zweite Güterzuglinie. Ich könnte das vielleicht sogar mal elektrisch machen. Ich sehe, dass die eine ist. Aber hier auf der Hauptstrecke bleibt zuerst mal Diesel. Diesel. Dampfbetrieben. Aber dann können wir irgendwann mal auf die neuen Sachen reingehen. Ich meine, Spielzeug haben wir ja zu Genüge. Also wenn wir reinschauen, elektrisch. Da, E91. Ja, interessant. 1060, die Krokodil. Der Schweizer Krokodil fehlt noch. 1029, die BE57. Es wäre schon was da. Dampftechnisch momentan das Neueste ist die 80er hier. Und die 113, wo bleibt die Fährte auf den anderen Güterzug? Und die kommt nicht zum Einsatz. Diesel, nur gar nichts. Cool. Ja, ich hoffe, euch hat gefallen. Lange hat es gedauert, dass die Episode rauskommen wird. Kommt jetzt dann wieder in regelmäßigeren Abständen was raus zu Transport FIFA 2. Also bis denn dann. Wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.